Und ein herzliches Willkommen zurück zu Wise Son of Rome. Das bin ich. Nein, ich bin von New York Gamblers als Hobby. Aber momentan bin ich so gesehen ein Sohn von Rom. Und von daher, wir schauen jetzt aber trotzdem erstmal noch auf Fertigkeitspunkte. Wir haben jetzt wieder ein bisschen R angesammelt. Die haben schon wieder 62.000. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr... für was man so viel Ehre anhäufen kann. Bestimmt um bei seinem Gladiator-Zeug da noch selber eigene Sachen zu kaufen. Aber hier geht's ruckzuck leer. Aber ich sehe gerade, es wird auch übertrieben teuer hier schon jetzt mit 30.000. Also schauen wir mal, wie lange das Spiel generell geht. Aber ich habe ja hier schon fast jetzt alles zumindest so weit voll, wie es geht. Schauen wir mal. Okay, wir machen weiter in Britannien. Ihr habt ja hoffentlich die anderen Teile geguckt, dann wisst ihr ja Bescheid. Männer, hört mir zu! Unsere Flotte ist zerstört, das Ufer ist in Feindeshand. Unsere Männer sterben im Wasser, wir müssen uns zurückziehen! Ja! Tod, tot! Er muss tot sein! Zieht ihr uns zurück? Haben wir einen Sammelpunkt? Keine Ahnung! Hat niemand mitgerechnet? Sie standen gut! Wartet, bis ich den Befehl gebe! Da habe ich Pilums. Aua. Ich drück doch eh. Hallo? Geht doch. Das kann ich ja mittlerweile schön viele nehmen. Ständig den falschen Knopf zum Weggehen. Ich gebe die Pilums. Kann damit eher was anfangen zu. Ja, hört auf mich. Ohne mich werdet ihr schon alle tot. Ich bin's, euer Chef. So, hier haben wir noch ein paar Pilums. So, haben wir auch nichts übersehen? So von wegen Schriftstück oder so. Keiner leuchtet, keiner blinkt. Selbst der Centurio nicht. Okay. Da haben wir noch ein Pilum. Kann ich aber nicht mehr nehmen, wie man es sieht. Okay. Ich glaube, sonst sehe ich hier nichts, was man eventuell einsammeln könnte. Senke die Hafenkette ab, töte die Bogenschützen. Machen wir. Oh, da hängt sogar einer. Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Turm! Alter, was ist das jetzt?
Er hat mich auch getroffen. Oh, okay. Aua. Was machen wir denn da jetzt? Einreihen. Okay. Heißt, wir sind gedrückt, um einen Pfeil abzuwerfen. Haltet aus! Testudo, halt! Los! Wie geil ist das denn? Erste Reihe bereit, Hilde! Hilde, los! Testudo, halt! Hilde, bereit! Formation halten! Los, Bewegung! Hilde, Männer! Halt! Halt! Rückzug! Rückzug! Auflösen, Männer, auflösen! Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer! Bewegung! Los geht's, hier! Yeah. Oh, da kommen neue Gegner. Ganz schön viele. Hebt das Gegengewicht an. Ich gehe nach oben und löse die Kettensperre. Blockiert die Kette. Töte den Ritter sich an. Ja! Das war falsch. Du! Leg den Hebel um! Wir müssen das Gegengewicht anheben, Marius! Komm schon, ich stehe doch direkt davor. Meine Güte. Hoch mit dem Gegengewicht! Und die haben mittlerweile schon mehr Rüstung. Geht doch, geht doch. Direkt noch mehr. Oh, das habe ich übersehen, dass der rot war, der Angriff. So, Fokus ist voll, sehe ich. Nehmen wir wieder Leben. Ich sterbe nicht, meine Freunde. Mit mir werdet ihr einen Spaß haben.
So, schon, wo kommen die denn schon wieder her? Die müssen eigentlich voll runterfliegen. Ich wusste gar nicht, dass ich die unbedingt töten muss. Okay, schon wieder ein neuer Tod. So, was ist jetzt hier oben? Scheint so. Gegengewicht in Position! Los! Oh shit, ich hab vergessen auf links zu drücken. Mutiger Mann! Durchlebt den Tod! Einmal! Feiglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut dieser Barbaren vergossen! Wir wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Zerstöre den Katapultturm, sammle deine Männer und nimm den Strand ein. Meine Güte. Okay. Alter. Oder einer hat vor seinen Arm verloren, ey. Alter, das ist ja wie so ein Zweiter Weltkriegsspiel. Halt nur in der Römerzeit. Was ist Feiner mit Kapuze? Ah, das war man schon wieder falsch. Oh.
Und schon wieder falsch. Noch von dem. Du stirbst heute. Siehst du? Unsere Flotte wird zerstört. Wir müssen diesen Turm außer Gefecht setzen. Na, dann machen wir das doch mal. Was müssen wir hier machen? E. E. Ich drücke E, mein Freund. Geht doch. Nimm die Barrikade ein, okay. Zu mir! Formation! Im Gleichschritt! Wieder bereit! Stecker bleibt mir! Ah, so, okay. Wappnet euch! Testudo halt! Testudo halt! Los, bewegen! Alle auf einen! Yeah! Nee, zwei! Marius wurde besiegt. Was? Uch! wieso das denn jetzt? Na gut, okay, versuchen wir es nochmal. Erneut versuchen. Erneut versuchen. Geht doch. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich... Wieso bin ich jetzt gestorben eigentlich? Okay, wir hatten zu viele Leute verloren. Nehmen wir es jetzt nochmal richtig. Schlachtformation! Jetzt weiß ich ja wieder, wie man sich schützt. Kann ich nicht aufnehmen? Nee, geht nicht. Habe ich jetzt auch nichts übersehen? Die Legionäre halten ja bestimmt die Stellung. Wir müssen doch noch ein bisschen rumgucken hier. Das ist so ein großes Areal. Hier liegt doch bestimmt irgendwas. Alter. Ah, hier haben wir was. Wenn es auch nur Pilums sind, aber egal. Ach, komm schon. Hm. Hier höre ich noch Geschrei. Kann ich hier auch noch Leute retten? Ich kann denen nicht helfen, oder? Nee. Okay, Pilums kann ich auch keine mehr annehmen. Das heißt also, ich nehme an, wir müssen einfach weiter geradeaus. Geht gerade nichts. Oder kann ich in die Hütten? Nee, ne? Hüttenparty? Nope.
Okay, es geht aufwärts, nehme ich mal an. Hier oben vielleicht irgendwas. Da komme ich, denke ich mal, nicht dran vorbei. Okay, höher geht's. Das ist eine richtige Burg. Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Oh, und da ist ein Schild. Linie bilden! Kommt schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Los, los, los! Wir sind in Position! Hochschützen, passt auf! Wo geht's denn hier hin? Nee, auf jeden Fall nicht runter. Unsere Linie braucht Hilfe! Ich hab keine Pilums mehr. Oh! Ziel nicht erreicht. Du verfügst über Area, schön. Okay, ich habe gar nicht genügend Pilums, um die alle platt zu machen. Hm. Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen. Legionäre! Linie bilden! Oh, diesmal muss ich das Schild noch einsammeln, oder was? Komm schon, Männer! Nehmen wir diese Feste ein! Nee, es leuchtet ja nicht. Los, los, los! Wir sind in Position! Hochschützen, passt auf! Bogenschützen! Ich brauche Pilums. Na komm, nimm doch! Bist du blöd oder was? Oh. Verstärkung tritt ein! Schützen! Oh. Ich zieh dich zurück! Yeah! Dann noch geschafft! Ich wusste gar nicht, dass ich die Schützen rufen könnte. Hab gar nicht mitbekommen, dass die schon da waren. Da geht's nicht rein, okay. Oh, alles wieder voll. Was soll ich jetzt machen? Auf die Dächer. Deckungsfeuer für Marius. Bietet Unterstützung für den Nahkampf, hat aber den Nachteil, dass du den eigenen Feind ausweichen musst. Okay, was haben wir hier? Türme werden unterdrückt. Unterdrückt den Beschuss durch gegnerische Schütze, aber kein Unterstützung für den Nahkampf. Na gut, Nahkampf brauchen wir, glaube ich, keine Unterstützung. Das kriege ich ja mittlerweile eigentlich ganz gut hin.
bevor ich mich jetzt entscheide, sage ich jetzt einfach mal, ist der Teil vorbei, weil ich hatte verspätet fest angefangen, hier meine Stoppuhr irgendwie zum Laufen zu bringen. Habe ich mal wieder vergessen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie weit wir sind. Hier sind wir jetzt bei ungefähr einer Viertelstunde. Ich glaube, 10, 15 Minuten habe ich bestimmt da schon vorher gespielt gehabt. Und ja, ich würde einfach sagen, der Teil ist hier zu Ende. Und ja, das war Rise of... Rise of the Tomb Raider, genau. Son of Rome, und ich bin von der Gamblers als Hobby. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, mir hat es zumindest gefallen, Daumen nach oben. Dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen, damit ihr auch nichts verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Let's Play oder hier halt beim nächsten Teil auch wieder. Bis dahin noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und bis dann. Tschüss.